Moin, jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem Modell aus dem Hause Civivi, Civivi Knives. Im Genauen um das Modell Brazen C20M23B, Burgundi G10 Griffschalen, schwarze Klinge, Tanto-Klinge, D2-Stahl, Liner-Lock, typische Civivi-Box. Bevor ich euch ein paar Eindrücke zu dem Messer mitteile, die allerbesten Grüße gehen raus an den Sonntagstester, an Niklas. Denn Niklas verdanke ich es, dass ich dieses Modell besitze, dass ich es benutzen kann. Das war ein sehr überraschendes Geschenk von Niklas. Ich hatte die Freude, Niklas vor wenigen Wochen persönlich kennenzulernen. Da hatten wir uns hier getroffen in Leipzig beim lieben Messerfreund bei Ben, und da gab es ein schönes Treffen bei Kaffee und Kuchen, eine Menge Messer auf dem Tisch, Knife Talk. Checkt mal den Kanal vom Niklas aus, wie gesagt, der Sonntagstester, immer lohnt sich immer beim reinzuschauen. Gibt tolle Messer, die er vorstellt, hat einen tollen Geschmack. Ich war eh ziemlich verblüfft, was er, ja, als er dann seinen Messerkoffer öffnete, was er da alles dabei hatte. Es ist schon so, wir Messerjungs, wir haben schon echt einen Hau. Und wenn man einmal den Messervirus hat, dann ist es schwer, dem zu entkommen. Und das ist sowohl erstaunlich, verwunderlich, teils leicht verrückt, wie aber auch wunderbar, dann sich auszutauschen über Messer, über die Vorlieben, andere Modelle mal in die Hand zu nehmen. Und als wir dann da saßen, drückte der Niklas sowohl mir wie dem Ben noch ein Geschenk in die Hand. Da wusste ich noch nicht, dass es dieses Modell ist, packte ich erst abends zu Hause aus. Und die Freude war dann sehr groß, halt in der Tanto-Variante hier, das Brazen, gibt es mit verschiedenen Griffbeschalungen. Ich glaube, schwarzes G10, blanker Klinge, ich glaube, Purple G10. Gibt das Modell aber auch noch, wenn nicht so auf Tanto steht, in der Drop-Point-Version. Und mal gucken, was ich da so gleich an Eindrücken schildere. Die Eindrücke des Tages, des Knife Talks, des Treffens mit Niklas und mit Ben war auf jeden Fall wunderbar. Ich hoffe, das wiederholen wir dieses Jahr nochmal. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle Geschenk, Niklas. Da werde ich mich natürlich noch erkenntlich für zeigen. Und dieses Civivi-Modell kommt, wie ich finde, obwohl es eine Tanto-Klinge hat, und Tanto ist ja immer ein bisschen aggressiv, und von daher passt das mit dem Wort unscheinbar, was ich jetzt benutzen möchte, nicht so wirklich. Aber das Portfolio von Civivi Knives ist halt riesig und die haben sehr außergewöhnliche Designs. So gerade in der Drop-Point-Klingenversion, da würde ich sagen, dass das ein unscheinbares Modell ist, das Brazen. Aber wie quasi so gut wie alles hochtauglich, und da bildet dieses Modell in der Tanto-Version keine Ausnahme. Ich hatte das jetzt 2 Wochen am Mann. Gleich vorab, rein als Worker, als User, bekommt das eine klare Empfehlung. Preistechnisch liegen wir, glaube ich, zwischen 50 und 60 Euro. Das ist absolut okay für die gebotene Qualität. Alles blitzsauber verarbeitet. Tolle, wenn man denn dieses Material mag, tolle G10 Griffschalen. Hier halt mit diesem Rotton, da mal der direkte Vergleich zum Spyderco UK Penknife, damit man sich da so ein Bild von machen kann. Beides satte Töne, ein bisschen anders. Mir gefallen sie beide sehr. Etwas mehr Struktur beim Civivi, beide sehr schön. Beides eine sehr gute Qualität. Liner-Lock-Verschluss, hat sich gar nichts getan. Blitzsauber verriegelt. Wir haben hier etwas über 20 cm in der Gesamtlänge. Die Klinge über 8 cm geht, glaube ich, fast an die 9 cm ran. Und das merkt man alles so gar nicht. Ich denke, das ist auch so dieser Punkt an Unscheinbarkeit. Also wir haben hier über 20 cm, aber auf den ersten Blick wirkt das Modell gar nicht so groß. Ist aber dann doch schon recht ausgewachsen. Wenn man dann Spyderco Tenacious daneben hält. Das ist nicht viel kleiner, es ist nur minimal kleiner, ne? Aber dennoch, es ist halt ein bisschen kleiner, das Tenacious. Da habt ihr dann gleich mal einen Größenvergleich dazu. Alles sehr, sehr ähnlich in den Dimensionen. Und dennoch hast du hier halt wirklich einiges an Messer. Hat eine gute Handlage, ist wirklich universell. Dieser kleine Knick hier
Am Griffende, in der Kante sorgt dafür, dass auch größere Hände wie meine da gut Platz finden. Mulde hier sehr ergonomisch. Linerlock erwähnte ich ja schon, macht blitzsauber zu. Ist null gewandert und ich musste das Messer auf Arbeit doch öfter mal benutzen, um halt die Ummantelung von den Paletten zu lösen. Und das ist halt doch recht dickes Umreifungsband und da setze ich halt an, hebel das hoch. Das hat die Kante ganz gut ausgehalten, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich vom D2 an Standzeit schon Besseres gewohnt bin. Das war jetzt hier wirklich nur in Ordnung. Nach 2 Wochen der Nutzung, einiges auf Arbeit, aber auch zu Hause, hat der D2 hier doch einiges an Schärfe verloren. Geht noch so leidlich durchs Papier, aber das Teil muss auf jeden Fall wieder nachgeschärft werden. Da hatte ich zuletzt andere Stähle, zum Beispiel den VG10, aber halt auch D2 selber dann nochmal bei anderen Modellen. Da hielt die Kante ein bisschen besser. Das war jetzt okay, aber halt Fit and Finish overall ist sehr gut. Mir ist das Messer halt auch 2-mal runtergefallen auf Arbeit. Muss ich mal sehen, ob ich die Punkte hier finde. Hier sieht man dann auch diese Verfärbung hier. Ist aber nichts abgesprungen, nichts eingedellt. Also wirklich gute Qualität. Sehr, sehr robust halt gefertigt. Deshalb mag ich die G10. Ne? Temperaturfest, schlagfest. Relativ, je nachdem was für Säure etc. das ist. Flüssigkeiten an sich machen diesem Material halt wenig aus. Und deshalb mag ich das halt so. Ne? Und Da bekommst du ein ganz gutes Paket. Wir haben hier die Flipperöffnung, sehr rasant. Kugellager haben sich wunderbar eingespielt. Null Klingenspiel, wie gesagt, auch bei dieser hebelnden, wo halt wirklich einige Kräfte dann auf die Achse lasten oder so. Da hat sich nichts getan. Keinerlei Spiel, links, rechts, auf, ab, nicht. Ich würde nicht sagen, es strotzt vor Stabilität, aber es gibt eine gute Stabilität mit alles blitzsauber, mechanisch halt eingestellt und viele Punkte halt, die mir gefallen. Wir haben eine ganz clean Klinge, die ist halt geschwärzt. Und für manche Aufgaben ist das natürlich limitiert, gerade wenn man über Schwünge so rumfährt, wenn es einen Bogen gibt, eine Kurve, dann hat so eine Tanto-Klinge, weil du hier halt dann wirklich nur noch diesen einen Punkt hast, wo du schneidest, wenn du drum rumfährst, da wäre dann halt ein Bauch, wo man entlangfahren kann, einfacher. Aber auch das geht alles. Du hast dann halt bei Druckschnitten auf einer Ebene mit der Tanto-Spitze kannst du viel Druck ausüben und auch in der Küche lässt sich so eine Klinge doch besser benutzen, als man denkt. Ich finde es von der Nutzbarkeit völlig okay und mag die Optik halt sehr und hier hast du halt nichts drauf. Ne? Du hast einfach die Achse mit dem C für Civivi, das finde ich halt super. Dann ganz klein auf dem Flipper-Tab hast du D2-Stahl gemarkt. Und das liebe ich ja, dass das so clean ist. Die Verschraubung, hast du Torx, sowohl an der Achse, alles geschwärzt, schwarze Hardware, schwarze Liner. Hier noch ein G10 Spacer mit der Möglichkeit, einen Fangriemen, ein Lanyard anzubringen, Zughilfe. Alles schön eingebettet, drückt auch nicht. Wie gesagt, Handlage wirklich, wirklich sehr anständig. Der Clip Deep Carry, ich wünschte, er wäre noch eingelassen in die G10 Griffschale, ist umsetzbar. Das aber leider nicht, finde ich ein bisschen schade. Funktioniert aber sehr gut. Hat nach 2 Wochen aber schon Abrieb erfahren, also hat schon was an Farbe verloren. Das dürfte dann schnell weitergehen. Für all jene, die sowas nicht mögen, sei das hier erwähnt. Und ich bleibe dabei, etwas unscheinbar, aber ein sehr taugliches Modell, wie man das nicht anders von Civivi kennt. Ich persönlich wünschte mir die Daumenpins weg, only Flipper, ein reiner Flipper fände ich besser. Bin ein paar Mal über die beidseitigen Pins auch in der Pappe hängen geblieben. Hätte ich, glaube ich, besser gefunden, wenn die Pins weg gewesen wären. Als Anschlag dienen sie eh nicht, da haben wir hier beidseitig Anschlagpins in der Klinge verbaut, die dann halt in den Griff reinlaufen und dort dann ganz sauber anschlagen. Deshalb könnte ich gut ohne die Pins leben, würde das als Verbesserung erachten, wenn sie das ändern würden. Geschlossen, ganz, ganz mittig. Und hier haben sie wirklich das Maximum rausgeholt an Klingenlänge. Wie gesagt, fast 9 cm. Da wurde wirklich alles ausgenutzt. Da geht gar nichts mehr. Knackiger Detent. Deshalb sehr rasant, hohe Geschwindigkeit.
ja, Civivi halt, ne? Das ist eine Marke, absolute Top-Marke an den, ich nenne es jetzt mal im Budgetbereich bis 50, 60 Euro, was du da bekommst, da gibt es nicht viele Marken, die da mitgehen können. Ne? Es gibt natürlich noch andere Marken wie Kubi-Knives, die sind noch ein bisschen günstiger. Zenkart, neue Untermarke noch, von die halt im Grunde sollen die angesiedelt sein. Und das Civivi, leider preislich spürt man da in Deutschland nicht allzu viel von, liegen auch schon bei 50 Euro plus. Das ist so ein bisschen schade. Aber da muss man halt mal gucken. Kaiser hat immer wieder tolle Modelle, QSP-Knives und so weiter und so fort. Da leben wir in idealen Zeiten und da reiht sich dann das Brazen absolut mit ein. Ja, wirklich tauglich. Auch das Jimping hier funktioniert. Könnte ein bisschen länger sein, gibt aber Traktion. Gibt nicht viel, was ich hier meckern könnte. Wie gesagt, die Pins wünschte ich mir weg. Clip gerne eingebettet im G10. Dafür aber große Torx-Verschraubung bei der Fixierung. Die nudeln dir nicht so schnell aus. Alles in allem taugliches Messer. Hat mir viel Spaß gemacht. Niklas, vielen Dank nochmal und bekommt ganz klar eine Empfehlung von mir, dieses Modell, ja, die liefern einfach ab, ne, Civivi, WeKnife, ja, jetzt aktuell ja auch immer mal wieder am Mann bei mir in der Rotation, das Benta gefällt mir noch besser als das Brazen, ja, da funktioniert, da ist die Schneidleistung einfach noch ausgeprägter, aber so oder so, wo man da auch guckt und auch bei Zenkart, die liefern eine tolle Qualität und deshalb kann ich die absolut, absolut empfehlen. Alles klar. Kleiner Blick, kleiner Erfahrungsbericht zum Civivi Brazen. Checkt den Kanal von Niklas aus, lohnt sich absolut. Ganz feiner Typ. Freue mich sehr, dass ich ihn auch persönlich kennenlernen durfte. Und damit verbleibe ich jetzt wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.